letztes Mal beim Ketzer-Podcast. Ja, hier schreibt einer, war der Leserbrief von die Sudeltruppe schon? Nein, war noch nicht. Wir sind hier immer noch bei Thema 1, glaube ich. Hat er sich hier, hat er etwa nicht die ganze Zeit zugehört? Ich glaube, ich habe auch nicht die ganze Zeit zugehört. Ja, Christian, dann war das ja schon eine mehr oder weniger gelungene Überleitung. Was kommt dann als nächstes? Etwa der Sudelbrief? Wir haben jetzt einen neuen Zuhörer, der in meiner Bekanntschaft ist, den ich gegen seinen Willen hier anonym halte. Er könnte selbst in die Öffentlichkeit treten und seinen Namen dann einfach mal in den Kommentaren veröffentlichen. Ich mache das nicht, um ihn zu schützen, auch wenn er sich dagegen sträubt. Und er schreibt uns regelmäßig Leserbriefe und ich zitiere immer nur sozusagen Auswahl. Ne? Also den Brief zitiere ich dann schon ganz, aber jeder kann sich da quasi daran laben, dass wir Kritik entgegennehmen und dann halt auch eben versuchen rauszumachen. Jetzt hat er mir einen Brief vor einigen Wochen schon wieder, in der Zwischenzeit gibt es schon mehr Briefe, aber gut, geschrieben, in dem er mich entlarvt und ich angeblich mich nicht traue, Sachen zu sagen gegenüber meinen Mitketzern, aber hört selbst, ich zitiere den Brief, ich bin jetzt wahrscheinlich dann abgemeldet hier. Das war's dann. Mir kommen die Tränen fast. Okay. Aber wir wissen ja, Gott richtet nicht. Insofern kann mir nichts passieren. Also ich zitiere, der Leserbrief an die Sudeltruppe. Da sagt doch dieser Sudel Matthias im Ketzer-Spezial zum Schulanfang unter anderem, mein Mitkämpfer Christian schreibt, meine Kinder nehmen am katholischen Religionsunterricht teil. Wegen meiner Frau sind sie damals getauft worden. Ha, ha, ha. Dieser charakterlose Sudeladmiral unterschlägt, dass er katholisch geheiratet hat, um am Altar vor Gott laut und deutlich versprochen hat, die Kinder, die Gott ihm schenkt, christlich zu erziehen. Ob seine Sudelbrüder das überhaupt wissen? Er, der große Atheist? Ein Atheist mit Segen der Kirche? Ich lach mich krank. Am heiligen Abend die Krippe unterm Weihnachtsbaum. O du fröhliche und stille Nacht auf dem Klavier. Heuchel, heuchel, heuchel. Heuchel. Ketzer M. Weiter. Aber Tom ist inzwischen ausgetreten. Schöne Grüße, Tom. Wir hatten ihn ja auch schon hier im Podcast. Welch eine Schande. Ein Verbrechen an seinem Sohn. Aber kein Wunder. Der Apfel der Respektlosigkeit und der Intoleranz fällt nicht weit vom Erzeuger. Und Tom tut mir unsäglich leid. Welch eine Vorbereitung für sein Leben. Und die Mutter lässt das alles zu. Was ist rausgekommen? Eine Sudelfamilie schlimmster Machart, ohne Respekt und ohne einen Funken Toleranz den Mitmenschen gegenüber. Soweit der Sudelbrief. Und er hat natürlich, muss er gleich kommentieren, er hat natürlich recht. Ich muss ihm immer recht geben, bevor jetzt hier die Sudelnbrüder hier über ihn einfallen. Ich habe tatsächlich, meine Kinder sind getauft, ja, weil meine Frau das wollte. Die war katholisch damals und die Familie wollte es. Und es war normal, das zu tun. Alles andere wäre nicht normal gewesen. Und ich konnte mich damals nicht durchsetzen, ich war dagegen, aber ich habe Rücksicht genommen. Und tatsächlich haben wir auch katholisch geheiratet, ohne übrigens, dass ich getauft worden bin. Das gibt eine spezielle Liturgie für Atheisten, die Christen heiraten. Die nennen sich Exorzismus. Nee, das haben die eingeführt, wahrscheinlich, weil Frauen in Afrika, also christliche Frauen in Afrika, dann doch irgendwie Kinder haben mussten, damit die mehr Katholiken machen oder so. Oder umgedreht. Mhm. Und die konnten dann den anderen nicht überzeugen. Aber ich glaube, viele große Persönlichkeiten der Geschichte waren nicht getauft und haben Kinder gezeugt. Ich glaube, die christlich wurden, zum Beispiel Konstantin und so Leute. Es gibt eine spezielle Liturgie und das Wichtige ist eben, dass sozusagen dann der christliche Part verspricht, die Kinder christlich zu erziehen. Jetzt schreibt er verlangt von mir als Atheisten, dass ich meine Kinder christlich erziehe. Das ist mir nicht ganz möglich, weil ich nicht so richtig dahinter stehe und auch nicht ganz verstehe, wie das funktioniert. Und er schreibt auch. Du solltest häufiger mal mit denen Bibel lesen. Ja, und ich könnte mir ja durchaus einen Kompromiss vorstellen, der. Und er schreibt auch. Auch in deinem Interesse sein könnte. Und er schreibt auch, dass ich das vor euch verheimlicht habe. Das tut mir leid, abgesehen davon, dass ich es, glaube ich, vor drei oder vier Jahren mal erwähnt habe.
Aber ich habe wahrscheinlich verheimlicht es dann, weil es so spät kommt eben im Ketzer-Podcast und ihr dann nicht mehr zuhört. Also Tom selber oder irgendjemand hatte doch mal erzählt, dass er auch Messdiener ja, war. Ne? Beide. Also, ja, also es hätte uns zumindest schwanen können. Ja, beide waren Messdiener. Dass da jemand getauft war. Und gut, jetzt fallt über mich her. Stoßt mich aus. Ich habe gesündigt. Ich bin kein Atheist. Ja, wir haben die Wahrheit ja auch verdrängt. Aber vielleicht können wir dich ja dann zum Ausgleich zum Ehrenatheist erklären oder sowas. Oder zum Ehrenketzer. So. Ich glaube, Exkommunikation wäre hier eher, aber das ist schlecht. Er muss ja auch mal die ganze Technik machen und das schneiden. Das so weit können wir nicht gehen. Er müsste vielleicht noch mal ein paar Kässmann-Bücher lesen, um das wieder gut zu machen. Das ist so wie der alte Witz mit dem Mann, der zum Arzt geht. Mein Bruder ist verrückt, der denkt, er wäre ein Huhn. Ja, warum haben Sie Ihren Bruder nicht mitgebracht? Ja, wir brauchen die Eier. Also, was ich interessant fand, war die Bemerkung, dass du vor Gott versprochen hättest, ich weiß nicht mehr genau was. Es fällt Leuten wohl schwer nachzuvollziehen, dass wenn wir ein Versprechen gegenüber Gott ablegen, also wir sagen dann meinetwegen ja, dass für uns das kein richtiges Versprechen ist, ne, weil wir ja gar nicht an diesen Gott glauben. Ich habe ihn ja auch im Hindu-Tempel, hab ich geheiratet, also hat auch sehr lange gedauert. Mir war vorher eine verkürzte Version versprochen worden und so nach 3 Stunden begann ich dann langsam mich zu fragen, wenn das die kurze Version ist. Ja, genau. War auch noch morgens, weil die Sterne da günstig standen wohl. Aber also ich denke, das ist vielleicht auch ein Punkt, dass für jemanden, der sowas nicht ernst nimmt, der kann sich natürlich leicht breitschlagen lassen. Weil, also das ist ja allgemein so, wenn du mit einem Partner oder Partnerin was besprichst und du merkst, dem einen ist das ganz wichtig und dem anderen ist es, der andere würde es eigentlich lieber nicht machen, aber es ist ihm auch nicht so wichtig von der Thematik her, dann einigt man sich halt häufig darauf, was dass der zufriedengestellt wird, dem das wichtiger ist, sozusagen. Ne? So ist das auch hier, aber daraus lässt sich dann ja nichts ableiten, denke ich. Also da würde ich mich auch nicht intellektuell unredlich fühlen. Ich habe ja mal gesagt, bei einer katholischen Hochzeit, da würde ich, glaube ich, mittlerweile mich verweigern und das demjenigen auch sagen. Aber häufig ist es eben, wir sind ja auch schon sehr, sehr speziell. So ein normaler Mensch, ja, der wird dann halt, wenn irgendwer, und sei es nur die Oma, will, dass die Kinder getauft werden, dann wird man halt sagen, na gut, taufen heißt ja noch nicht gleich christlich erziehen, dann werden sie halt getauft, bla bla bla. So ist das eben. Ich würde meine Kinder auch nicht taufen lassen, aber meine nicht vorhanden. Ja, und jetzt kommen wir auf Sonja zurück. Meine Kinder sind säuglings getauft. Beide. Jetzt gib's mir. Ja, also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich sag mal, ich weiß ja nicht, wie alt sind denn deine Kinder? Wie dein Stand der Dinge als damals Säugling, war. Wie alt die da waren? Die damals waren die frisch geboren. Nein, wie alt du warst, wie lange das für dich, wie weit dein Atheismus. Ich war eigentlich schon erwachsen, ich hätte es wissen müssen. Ich war immer Atheist, also ich bin möglicherweise nicht getauft worden. Das ist ein anderes Thema, da kommen wir ja gleich zu sprechen. Und ich habe nie geglaubt und ich war auch immer energischer Atheist. Insofern. Ja, dann verstehe ich es aber leider tatsächlich also, auch nicht. Wenn ich hier mal was einwerfen darf. Ich bin ja auch durch eigenes Nachdenken Atheist geworden. Jetzt sagt jo, Paderborn, Eltern, ich halte mal lieber die Klappe. Nur leider nach 2 Jahren war ich dann im Dilemma, weil jetzt meine Schwester zur Konfirmation sollte. Und ich dachte so, ich hatte damals noch diese Vorstellung, dass du als Atheist immer das Gegenteil von dem machen musst, was ein Christ machen muss. Und dann dachte ich, jetzt als Atheist, als strenggläubiger Atheist, wie ich mich damals betrachtet habe, darf ich jetzt auf keinen Fall einen Fuß in eine Kirche setzen. Und dann dachte ich, scheiße, jetzt kommt die Konfirmation meiner Schwester und dann müssen wir alle in die Kirche, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich meinem Vater gegenüber geoutet als Atheist und zu meiner großen Überraschung hat er sich dann auch geoutet als Atheist und hat mir erstmal einen erzählt von Feuerbach und Nietzsche und so weiter. Und dann habe ich ihn natürlich irgendwann mal auch mal, also ich bin da auch nachher mitgegangen, weil mir irgendwann klar wurde, dass nur der Umstand, dass Christen in die Kirche gehen müssen, ich daraus jetzt nicht ableiten kann, dass Atheisten nie in die Kirche gehen dürfen. Achso, da habe ich ihn irgendwann mal gefragt, ja, wenn du auch nicht dran geglaubt hast, wieso hast du uns denn dann überhaupt taufen lassen? Und dann sagt er, ja, also
mein Vater und seine Schwester, die waren, glaube ich, als evangelische Kinder dann während des Krieges in der katholische Gegend, Bistum Limburg übrigens, schöne Grüße, gezogen. Und dann sind die wohl gelegentlich, haben die wohl Gelegenheit, gelegentlich so gemobbt worden deswegen. Ne, weil die, ich glaube, früher war das noch stärker, dass du diese katholischen und evangelischen Gegenden hattest. Und erst durch diese Bevölkerungsbewegung nach dem Krieg hat sich das wohl stärker vermischt. Und das wollte er meiner Schwester und mir wohl ersparen, dass das passiert. Und deswegen wurden wir getauft. Gut, wir waren natürlich als Protestanten in Paderborn. Da erinnere ich mich auch noch in der Grundschule, dass nur ich und eine andere Mitschülerin dann und unser griechischer, ausländischer Mitschüler, wir waren dann nicht beim Religionsunterricht, weil wir halt evangelisch waren und es gab nur katholischen Religionsunterricht und der Grieche war wahrscheinlich orthodox. Aber die Begründung war eben, er glaubte zwar auch nicht, aber er wollte uns diese Ausgrenzung praktisch ersparen, was ich denke, kann man durchgehen lassen. Wir hatten ja auch mit Rainer Ponitka, oder ich hatte ja mit Rainer Ponitka darüber gesprochen in der Schule. Manchmal würde man vielleicht lieber hier mal ein Machtwort sprechen gegenüber der Schule, aber man möchte natürlich nicht, dass die Kinder dann zu sehr darunter leiden. Das kann ich verstehen. Wobei es natürlich auch vorbildlich ist, wenn man dem Kind zeigt, dass man auch mal für sein Recht oder seine korrekte Auffassung dann seinen Mann stehen muss. Aber es ist eben eine schwierige Gratwanderung. Und das wäre wieder so ein Punkt, wo ich sagen würde, da kann man nicht pauschal sagen, es muss so gemacht sein oder so. Ja, nee, ich bin da vielleicht auch, dass der jugendliche Sturm und Drang ist das dann auch, aber ich bin total eher für die zweite Methode. Dann muss das Kind halt lernen, dass es auch mal dagegen sein kann und sich halt ein bisschen behaupten müssen. Ich würde es halt nicht machen. Ich würde das nie machen. Also ich war auch nicht so als Kind. Also bei mir war das ja, also bei meiner Frau war das ja eine Selbstverständlichkeit. Die war damals ja in der Kirche und katholisch und das macht man halt so. Für mich war das tatsächlich eine schwierige Entscheidung, dem zuzustimmen, was ich auch gemacht habe. Und ich wollte jetzt auch daraus keine große Szene machen. Denn die Diskussion sozusagen um Religion, die war eigentlich schon immer schwierig in der Familie. Das ist immer so, dass du quasi, wenn jemand sozusagen so grundlegende Sachen hinterfragt bekommt, dann ist das sozusagen für den anderen auch unangenehm, für den Partner. Das war für meine Frau eine wesentlich unangenehmere Situation, dass ich Atheist bin, als für mich, dass sie katholisch ist. Denn damit wurden ganz viele Sachen plötzlich hinterfragt, die für sie ganz normal waren. Und ich wollte auch in dem Zustand sozusagen, so wie das ist in der Beziehung, wollte ich eben sie auch nicht unter Druck setzen und sagen, hier, jetzt, das geht nur über meine Leiche. Insbesondere, weil sie hat ja noch in der katholischen Kirche bei der Hochzeit versprochen, sie katholisch zu erziehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir erzählen beide Meinungen. Wir erzählen beide Möglichkeiten, was wir jeweils sozusagen denken, wie die Welt funktioniert. Und dann die Kinder werden irgendwann selbst entscheiden. Und dass letztendlich die Kinder getauft worden sind, das ist quasi ihre Familientradition, die sie da weitergelebt hat. Das war insofern für mich ein akzeptierbares Übel, also ein kleineres Übel. Weil für mich bedeutet die Taufe eben auch nichts. Und wir haben dann gesagt, okay, irgendwann sind die alt genug und dann können sie entscheiden, ob sie aus der Kirche austreten oder nicht. Was natürlich prinzipiell verkehrt ist, was wir gemacht haben. Ja? Weil eigentlich muss man erst, wenn man denken kann, überlegen, ob man irgendwo eintritt. Aber das war die Kröte, die ich bewusst geschluckt habe seinerzeit, weil, ja, man ist eine Partnerschaft. Jeder muss über irgendwelche Sachen drüber springen, über irgendwelche Gräben. Und wenn sie konnte in dem Moment vielleicht auch nicht verstehen, wie groß der Graben für mich war, aber das war ich bereit zu tun. Das nennt man Liebe. Also du hast ja uns auch mal gesagt, dass du deinem Sohn dann korrekterweise sogar noch die Kirchenaustrittsgebühr erstattet hast, was ich also auch sehr angemessen finde. Aber es ist auch wieder ein Beispiel dafür, wie Religiöse eben immer so metastasenartig versuchen, ihren Mitmenschen was aufzudrücken. Ne? Also ich wäre jetzt nie auf die, also wie gesagt, ich habe ja im Tempel geheiratet, bei mir war schon, ich war schon froh, dass ich eine Frau gefunden hatte, sozusagen, wo ich nicht christlich heiraten musste, weil mit dem Christen habe ich ja ein besonderes Hühnchen zu rupfen, sozusagen. Oder der Kirche, bei den Hindus war mir das egal. Ich meine, da war auch nicht verstanden, was der Priester da gesagt hat. Für mich wäre dann aber die Alternative gewesen, eben eine standesamtliche Hochzeit. Aber vielleicht nicht unbedingt jetzt alle noch in so eine Art humanistische Zeremonie zu holen. Ne, also alleine schon Leute einer anderen Religion oder Weltvorstellung sozusagen über diese soziale Verbindung
der Teilnahme an einem weltanschaulichen Ritual aufzunötigen, das finde ich eigentlich schon unpassend. Wenn jetzt die ganze Familie eh alles Katholiken sind oder Protestanten, dann ist ja egal. So war das ja vielleicht auch lange Zeit in Deutschland. So, aber mir macht es ja nichts aus. Christian und ich, wir sagen ja immer, wir sind ja wahrscheinlich die Einzigen, die bei der Predigt mal darauf achten, was der Pastor überhaupt sagt. Aber es sind doch gerade die Gläubigen, die sich immer beschweren, wenn sie irgendwie mit einer falschen Religion konfrontiert werden. Ne? Aber gleichzeitig werden dann Feiern, wichtige Feiern, wo man seine Freunde und Verwandten dabei haben will, werden dann halt in so religiöse Orte unnötig eigentlich gelegt. Ne? Aber ja, wir hatten das ja auch schon besprochen. Die kriegen halt die Gläubigen nur, wenn die von klein auf entsprechend erzogen werden. Wenn die 18 sind oder so, dann ist und vorher noch nie was vom Glauben gehört haben, dann ist zu spät, dann kriegt man die nie. Und vor allem kriegt man sie dann, wenn das ganze Umfeld, und das ist ja meine These, wenn das gesamte Umfeld eine Überzeugung hat, dann gibt es auch dieses psychologische Phänomen, dass man 5 für eine gerade Zahl hält, dann sagen die, okay, irgendwas muss mit mir stimmen, wenn ich das nicht glaube. Aber wenn man etwas in diverses Umfeld anbietet, und das war jetzt eben halt in unserer Ehe auch der Fall anfangs, dann kann man quasi, dann kann man sich aussuchen, welches klingt jetzt für mich vernünftiger? Was ist jetzt was entspricht der Realität eher? Dann muss ich eben nicht konformistisch eben mit der Mehrheit gehen, sondern kann ich meine eigene Meinung machen. Und das war für mich eben das ausschlaggebende Argument. Mit einer Taufe wird letztendlich überhaupt nichts bewirkt, außer, dass man dem Kind einen Stempel aufdrückt und sagt, hier, du bist Muslim, du bist Christ, du bist katholisch, evangelisch, was weiß ich. Gut, die Muslime taufen nicht, die haben es ja brutaler. Aber das ist das Einzige, was passiert. Aber die Weltanschauung entsteht im Kopf und nicht an der am Taufbecken. Und deswegen war das für mich quasi ein Ritual, das die Kirche betraf, sicherlich auch vereinsrechtliche Gründe hatte, was dann passiert ist, dass sie halt in den Kirchenverein drin waren, was für mich ein kleinerer Übel war, aber ja gut, ich habe nicht damit gesehen, dass sie dann plötzlich hier, dass ihr Papa vom neuen Papst werde, obwohl ich habe mit dem Gedanken gespielt, dass mein Sohn vielleicht Papst wird und ich dann der atheistische Vater vom Papst werde. Das war vielleicht noch eine Hoffnung. Ja, das ist aber das Argument, das höre ich dann auch immer. Also das heißt dann, ja, mir ist das ja egal, ich bin ja Atheist, ich glaube ja nicht an Gott und ob dem Kind jetzt Wasser über den Kopf gekippt wird oder nicht, ist mir ja egal, das hat ja real keine Konsequenz. Auch nicht im Denken des Kindes, das kann sich ja seine Weltanschauung dann selber aussuchen. Ich bin halt gegen solche Argumente, weil ich der Meinung bin, ja, aber es geht ja doch darum, dass wir alle mal langsam von dieser Kirche weg wollen. Wir tun ja der Statistik keinen Gefallen, wenn wir weiter taufen lassen. Ja, aber nicht alle, das war das Problem. Jetzt hast du einen christlichen Mann, ne? Und der will das Kind taufen lassen. So, was machst du? Jetzt kannst du dir das überlegen. Wie wichtig ist das für wen? Wer drückt seine Meinung durch? Wie ist das in der Beziehung? Also, wenn der Plastikschamane da seinen Wasserzauber machen will, dann wäre mir das so lange egal, bis mir der Gedanke kommt, oder dass mir ich das sehr besorgen würde, wenn meine Frau da so viel Wert drauf legt. Moment, das kann man dann auch wieder umdrehen. Moment mal eben. Glaubst du ernsthaft, du kannst im Nachleben deine Position dadurch verbessern, dass da jetzt halt dieses Ritual durchgeführt wird? Also, ich bin da eher dann auf Sonjas Seite. Aber auf der anderen Seite ist das ein Kosten-Nutzen-Kalkül. Wie viel Stress in der Ehe ist man bereit? Es ist eine Interessenabwägung, die einem leider durch die Gläubigen aufgezogen wird. Denn das Normale wäre ja, dass man den Kindern selber die Entscheidung überlässt, ob sie getauft werden oder nicht. Ja. Und so ist es nun mal. Jetzt bist, weiß ich nicht, Sonja, du bist ja, glaube ich, in der Situation, dass vermutlich da in der Hinsicht keine Friktionen entstehen werden? Nee, mein Freund ist auch nicht in der Kirche und der hat auch mal, wir sind seit 7 Jahren zusammen und also ganz am Anfang hieß es da auch mal noch, ja, das macht man noch so. Und dann habe ich meine Wutreden gehalten und irgendwann hat er es nicht mehr so gesehen. Also ich bin da auch bereit, in Konfrontation zu treten. Gut. Schade, dass du nicht mehrere Männer heiraten kannst, dann könnten wir das noch ausnutzen. Das ist der Beweis, die Frau setzt sich durch. So, das war jetzt ein total sexistisches Argument. Wieso? Das ist. Aber dafür sind wir auch bekannt. Achso, jetzt muss ich mal aufpassen mit dieser Runde. Muss ja vielleicht politisch korrekter sein, aber das wollen wir ja, glaube ich, nicht. Ich fand das aber nicht sexistisch. Das ist nur das ist meine ökonomische Erwägung. Sonja schafft es, Männer, die diesem. Na, nicht du, ich. Achso.
Meine Bemerkung war sexistisch. Welche war das? Gut, dass mir keiner zuhört. Dass die Frau sich durchsetzt in der Beziehung. Das ist doch keine, das ist doch hier eine Tatsachenfeststellung. Jetzt willkommen im Club. Ja, aber das ist ja einfach eine Frage der Persönlichkeit. Also ich glaube, ja, ich bin da halt auch vehement, aber das heißt nicht, dass ich nie kompromissbereit bin, sondern das ist für mich ein rotes Tuch. Ja, aber Sonja. Da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Deswegen. Das heißt ja gerade, dass dir das Thema eben so wichtig ist. Bei uns ist es eben so, dass für uns das Thema dann doch nicht so wichtig ist. Und deswegen kommst du eben auch zu einer anderen Entscheidung dann als wir. Das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, das stimmt. Das am Ende. Ich habe auch, also ich führe die Diskussion, ist ja wirklich so, das sagt auch mein Freund immer zu mir, warum ich denn immer die Leute belästige, die kirchlich heiraten oder ihre Kinder taufen lassen und die halt frage. Aber ich finde, ich habe jetzt auch schon das Recht, irgendwie, dass, wenn das auch Freunde sind und keine Fremden, zu fragen, warum tust du das? Um Himmels Willen. Ja. Also du meinst ja auch, es sind Leute, wenn jetzt die ganze Familie erzkatholisch wäre, dann würde sich die Frage ja letztlich erübrigen. Aber du sagst ja, das sind Leute, die sind eigentlich wie wir. Also normal. die Frage wird praktisch dadurch offensichtlich, dass hier man von diesen Leuten eigentlich nicht erwarten würde, dass sie ihre Kinder taufen lassen, von dem, was sie tatsächlich glauben. Aber dann kommt halt das Argument, ja, das macht man so. Warum denn nicht? Das ist doch so, ich habe auch schon, also die verschiedenen Argumente sind ja auch das, was Christian gesagt hat. Dann hatte ich noch einmal, es gibt halt Geschenke, das Geld war tatsächlich mal ein Argument. Und ich habe gehört, ja, das ist doch so eine nette Feier. Das war dann auch mal ein Argument, ja. Auch. Gibt es nicht so humanistische? Die haben doch auch immer das Gleiche nochmal in Grün. Also bei Feier oder sowas. Jugendfeier, das ist ja, ersetzt ja dann praktisch die Konfirmation. Und dann Namensfeier nennen die das, glaube ich. Ja, also wenn, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr die nette Feier haben wollt, dann wendet euch mal an so einen humanistischen Verband. Und die haben dann, glaube ich, so eine Namensfeier. Dann gibt es auch Geschenke, kann man abdecken, nette Feier kann man abdecken, ja, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr dagegen. Ja, das meiste Argument, das ich gehört habe, war wirklich, da passiert doch nichts Schlimmes. Das tut dem Kind ja nicht weh, kriegt ja nur Wasser übergekippt. Aber ich sehe es halt im Großen und Ganzen und als Symbol wert, als warum tue ich das? Dann taucht mein Kind in einer katholischen Statistik auf, im schlimmsten Fall in der katholischen. Und das würde ich halt nicht wollen. Und das ist das halt für mich schon. Mit dem gleichen Argument könnte man sagen, wieso soll ich mir keine Hakenkreuzfahne irgendwie an den Wagen machen? Das ist doch nur ein Bild. Ja, so sehe ich es auch immer, aber ich wurde schon böse. Ich mache auch immer Nazi-Vergleiche, weil für mich ist das die Kirche schon so ein bisschen damit vergleichbar, mit diesem Movement halt eben. Und da werde ich immer böse für angemacht. Also das, ich finde, das ist vergleichbar. Ich find Nazi-Vergleiche immer so unoriginell. Das ist so. Aber der Nazi-Vergleich dient doch nicht dazu, dem anderen zwangsläufig in die Nähe des Nationalsozialismus zu rücken, sondern um ein offensichtliches Beispiel zu finden, warum was absurd ist. Und dann nimmt man halt das, wo man davon ausgehen kann, dass der andere höchstwahrscheinlich der gleichen Meinung ist, dass das absurd wäre und dann von der Logik, weil das aber die gleiche Logik wäre, dann auch die Absurdität seines eigenen Arguments erkennen müsste. Ja. Vielleicht erleben wir ja noch die Zeit, wo dann statt der Nazis die Kirchen als Totschlagargument benutzt werden. Dann nehmen wir als Vergleich das Aufnahmeritual im Dackelzüchterverein oder sowas. Ach, ich finde das Nazi-Argument natürlich zieht das besser. Natürlich will man, also zumindest ich wollte, inzwischen geht's, bin ja jetzt Erwachsener, will man natürlich auch schockieren in so einer Diskussion, dass man einfach versucht, jemanden wachzurütteln. Und ich natürlich auch schon Leute mir gesagt haben, halt, man macht das so und man will ja nicht anders sein und jeder macht es, also heirate ich auch kirchlich. Und dann habe ich natürlich direkt gesagt, weißt du, wer das auch gesagt hat? Nationalsozialisten, Mitläufer bei Hitler. Das war auch so ein Argument dafür. Und dann, dann reden die Leute nicht mehr mit mir. Das. Aber, ja gut, das hat dann auch viele Vorteile. Also je nachdem, was die Umsetzung ist. Wenn du nicht willst, dass die Leute mit dir reden. Eigentlich nicht, ich wollte halt so ein bisschen wachrütteln. Du kriegst hier gerade online viel Lob. Endlich ein Atheist an Bord. Nehmt euch ein Beispiel, ihr Wischiwaschi-Atheisten. Ja, das ist... So meinst du, wir cherrypicken uns dann nur so ein paar atheistische Sachen, die uns nett sind, daraus? Wir sind einfach zu soft, das ist das Problem. Und ich werde immer softer, je älter ich werde.
Und das bringt ja, ich will es als Überleitung nehmen, um meine persönlichen Probleme hier weiter auszubreiten. Warte, ich hätte gedacht, es hätte sich jetzt angeboten, hier die areligiöse Kindererziehung noch kurz einzuschieben. Das ist ja im Grunde nur so ein Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer. Okay, machen wir das. Also, sind wir soweit jetzt durch mit der Sudelpost und unseren Erwägungen über gesellschaftliche Kompromisse? Also, das war ja praktisch schon eine einzige Überleitung zu dem Thema, wie erzieht man eigentlich seine Kinder, wenn die nicht, also ich sag mal, nicht atheistische Indoktrinierung, sondern das Problem ist halt, dass Kinder heute in der Schule, im Kindergarten und so weiter häufig diesen religiösen Einflüssen ausgesetzt sind, die jetzt alleine dadurch, dass das immer schon wie selbstverständlich zelebriert wird, was weiß ich, Schulgottesdienst, Schulgebet oder so, Kreuz an der Wand von der Schule, dass man praktisch gezwungen wird, sich als Konfessionsloser oder konfessionslose Eltern damit auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, bin ja kinderlos, ich kann da auch nichts zu sagen. Aber ein Hörer schrieb uns, hallo zu ihr zur Hölle verdammten Ketzer. Das ist wahrscheinlich für uns eine freundliche Begrüßung. Ich lese das mal vor. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.